Super! Dragon Ball Super. Dragon Ball Super ist eine Serie, die hat uns so oft überrascht, so viel Twists geliefert, so viel Gänsehaut verpasst, aber ich muss wirklich sagen, ich habe heute, wenn ihr das am gleichen Tag schaut, am 8.3. ist das, habe ich schon ein Spoiler-Video hochgeladen. Heute kommt noch eins, und zwar das hier, das ist auch eure Spoiler-Warnung zu Folge 130 und zu Folge 131, und das sind wirklich die Spoiler, die mich im ganzen Verlauf von Dragon Ball Super am meisten geschockt haben, und man hat das ein bisschen, gecallt, sag ich mal, und die Spoiler sind noch nicht final, heißt also, dass da sehr viel Interpretation wichtig ist. Ich möchte nicht um den heißen Brei reden, aber ich möchte einfach klarstellen, dass diese Spoiler einfach mega, mega krass sind, und wenn ihr ein Zuschauer seid, der eventuell ein bisschen weniger kommentiert bei Videos, würde ich euch einfach mal bitten, jetzt zu kommentieren, was ihr von den Spoilern haltet, wenn ich natürlich damit fertig bin, und lasst auf jeden Fall ein Abo auf den Kanal da, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich fange jetzt an mit den Spoilern. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil ich die eben erst gelesen habe, und diesen unglaublichen Credits auch an Herms hier. Auf jeden Fall, Dragon Ball Super, Folge 130, ein noch nie dagewesener Super-Showdown, der ultimative Überlebenskampf. Eine Minute und eine halbe verbleiben, Turnier der Kraft. Goku hat die Oberhand gegen Jiren, Jiren konzentriert sich und wird endlich ernst. Umgeben von einer roten Aura, stürmt er auf Goku zu und feuert einen Ki-Blast gegen Goku aus kurzer Distanz, ähnlich wie gegen Vegeta zum Beispiel. Von der Tribüne sind Krillin und Mutant Roshi besorgt, aber so, davon wussten wir im Prinzip schon alles, außer das mit der kurzen Distanz, aber jetzt kommen wir zu dem, was unglaublich ist. Dragon Ball Super, Folge 131, eine wundervolle Lösung, bis dann Goku, bis wir uns wieder treffen. Son Goku ist aus der Arena gefallen. Es sieht so aus, als hätte Universum 7 verloren und dass jeder ausgelöscht wird, aber Goku und Jiren, die ihr Limit gebrochen haben, schauen hoch zu den Xenos, da der Kampf noch nicht vorbei ist. Währenddessen trifft ein Todesstrahl Jirens Rücken. Da taucht er auf, ein komplett zerstörtes Universum 7 Mitglied. Jo, okay, was geht hier ab? Was ist los? Wie wird dieser Endkampf abgehen? Und was zum Teufel machst du da, Freezer? Was hast du nur vor? Also Leute, Goku kämpft gegen Jiren. Goku hat anscheinend die Oberhand im Perfect Ultra Instinct gegen Jiren, aber Jiren macht auch ernst und greift dann nochmal richtig zurück an. Also wird das auf jeden Fall ein ebenbürtiger Kampf, der sehr, sehr spannend werden wird. Die Frage ist hier, hat Son Goku wirklich verloren? Ist das wirklich hier seine Niederlage? Denn es steht hier, Goku fällt aus der Arena. Und dazu möchte ich noch mal kurz was sagen. Und zwar, die Frage ist, in der Folge 130 haben wir noch eine Minute und eine halbe. Und ihr kennt das mit Dragon Ball Zeiten, auch im Turnier der Kraft war es so, dass man immer eine Folge hat mit einer Minute. Deswegen passt es hier. Aber eventuell zählt das Ganze nicht mit Gokus Rausflug, weil die Zeit abgelaufen ist. Weil das Ding ist auch, es würde Sinn machen, dass alle, die Xenos, die Götter der Zerstörung, die Engel und die Teilnehmer so in diesen Kampf involviert sind, dass sie so in diesen Kampf vernarrt sind, dass sie so zuschauen, dass sie die Zeit gar nicht im Kopf haben und dann Goku quasi rausfällt, aber die Zeit schon vorbei ist und das dann nicht zählen würde. Wäre auf jeden Fall hier eine Möglichkeit. Aber wir haben den Daishinkan, der eigentlich immer darauf achtet, und wir haben die Säule, die auch immer da ist und die man auch sieht, und eigentlich sollte man das merken, es sei denn, diese Säule wurde zerstört, aber wir haben auch gesehen, dass die Säule an sich immer noch da ist, auch wenn die Arena verwüstet ist. Deswegen, sieht es wirklich so aus, dass Goku den Kampf gegen Jiren vermutlich verlieren wird. Vermutlich kommt es auch dazu, dass Gokus Ultra Instinct einfach abläuft, dass er diesen Ultra Instinct in der perfekten Form nicht so lange halten kann, und deswegen verliert er den Kampf, weil es sah wirklich so aus, dass Goku einfach, Jiren übermächtig ist, dass er einfach stärker ist in dieser perfekten Form. So, Freezers Death Beam, von dem hier gesprochen wird, heißt nicht, dass er Jiren tötet. Die Attacke heißt einfach nur so Death Beam, Todesstrahl. Ihr kennt das halt aus Dragon Ball. Deswegen heißt es nicht, dass Freezer ihn tötet oder so. Wäre sowieso sehr, sehr dämlich, wenn er das tun würde. Und es kommt zu dem, was sich alle vorgestellt haben, was aber keiner glauben konnte. Freezer kommt zurück und ist dieser Ass im Ärmel, dieser verräterische Typ, der am Ende nochmal dazukommt. Ich weiß zwar nicht, wie er die Folge 129 mit der ganzen Explosion überlebt hat, aber er hat es überlebt und er ist da und kommt zurück und greift einen Jiren an, der wirklich durch den Kampf gezeichnet ist, der verletzt ist, und da könnte er auf jeden Fall auftrumpfen und das Ganze gewinnen. Und das ist halt hier die Sache, und zwar ist das Ganze noch schwer zu betrachten, denn Freezer könnte trotzdem verkacken. Es heißt hier nur, dass Freezer Jiren trifft. Das heißt nicht, dass Jiren Freezer nicht rauswerfen kann. Deswegen vergesst das auf gar keinen Fall. Und hier kommen wir zum Twist, und zwar das Turnier der Kraft war über langen Strecken ein Turnier, wo wir gesehen haben, dass jeder sein Limit gebrochen hat. Und das war halt das, was wichtig war. Der Punkt, dass alle Universen weg sind und dass sie am Ende wiederbelebt werden sollten oder sollen, das ist halt ein Punkt gewesen, den man vergessen hat, aber der fürs Ende nochmal sehr, sehr wichtig ist, also für jetzt sehr, sehr wichtig ist. Und die Sache ist die, wenn Goku verliert, wie soll das passieren? Wer soll diesen Wunsch äußern? Denn Freezer hat den Wunsch, über alles zu regeln, also er will sogar über den Xenos stehen, und Jiren hat am Turnier der Kraft erst teilgenommen, um seinen eigenen Wunsch zu bekommen. Das ist auch ein selbstsüchtiger Wunsch, das haben wir auch schon suggeriert bekommen aus dem Manga, dass Jiren quasi sehr, sehr gerecht ist, aber es gibt eine Sache, die das alles vergessen lässt, und das hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Deswegen haben wir das nochmal an dieser Stelle, was wir nicht vergessen sollten. Aber hier kommen wir zum Knackpunkt, und zwar Jiren ist jemand, der gebrochen ist. Ein gebrochener Charakter durch seine Vergangenheit, diese ganze
ganze Zeit hat ihn sehr, sehr gebrochen und deswegen hat er auch kein Vertrauen mehr. Er kämpft nur noch für seine eigene Stärke, er kämpft nur noch um Stärke zu beweisen und Stärke ist alles für ihn. Son Goku ist derjenige, der ihm genau das Gegenteil beweisen soll. Und das Ding ist hier, Son Goku muss den Kampf nicht gewinnen, um Jiren das Gegenteil zu beweisen, dass Vertrauen doch was wert ist. Son Goku muss ihm diese Message einfach nur beweisen, mehr nicht. Deswegen muss er den Kampf nicht gewinnen und deswegen kommen wir zu denen, zu der ersten Möglichkeit und zwar Goku verliert, Jiren ist gegen Freezer macht seinen Todesstrahl, Jiren haut dann Freezer doch noch raus, wäre auch ein klassischer Freezer-Moment, dass Freezer denkt, okay, ich habe euch an den Eiern, obwohl das bei Jirens Anzug ein bisschen schwer ist, aber Spaß beiseite, wäre es auf jeden Fall so, dass Jiren dann Freezer rausholt, Jiren dann den Wunsch bekommt und das wäre auch eine Situation, wo Universum 7 schon ausgelöscht werden würde, dann würde Jiren vom Daishinkan stehen, beziehungsweise vor Superstellung stehen und dann würde er sich halt wünschen, dass alle Leute wiederbelebt werden. Wie der Wunsch dann bei Jiren ganz aussieht, ist ein bisschen komisch zu sagen, aber das wäre halt eine Möglichkeit und das ist halt nur eine grobe Einschätzung von mir, da gehört noch viel, viel mehr dazu, was man sagen muss. Oder wir gehen den mega abgespaceden Weg, den mega abgefuckten Weg, dass Freezer den Jiren, der wirklich kaputt ist, raushaut und dann den Wunsch bekommt, sich dann wünscht, über Xeno zu stehen und dann über allen steht. Und das wäre halt ein Szenario, wo Freezer der King wäre, der König von allem wäre und auch eine richtig starke Stärke hätte. Der Urgegner, ja, von Dragon Ball wäre quasi dieser neue Endgegner und dann würde dieser im Prinzip Universal Survival Arc im wahrsten Sinne des Wortes richtig losgehen, dass Universum 7 gegen den kämpfen müsste. Aber ganz ehrlich, ihr hört schon, wie das sich anhört. Das ist einfach so ein Fanfiction-Gedanke. Deswegen, dass das Ganze so kommt, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr hört es halt selbst raus. Ich bin sehr, sehr geflasht von diesen ganzen Spoilern. Man muss aber auch wirklich hier sagen, dass Son Goku wirklich komplett rausfliegt, ist noch nicht ganz klar. Weil Son Goku ist aus der Arena gefallen, ist ein sehr, sehr weitläufiger Begriff. Die momentane Teleportation ist auch noch da. Und ihr kennt es bei Spoiler. Bei Spoiler ist es immer so, dass die Formulierung wichtig ist. Dass sehr, sehr viele Sachen, die hier formuliert werden, im Endeffekt anders sein könnten. Und wie gesagt, wir hatten auch Spoiler, die mal ganz, ganz anders ausgefallen sind. Ich denke, das wird hier aber nicht der Fall sein. Ich denke, es wird so sein, wie es in den Spoilern steht, aber hier steht nichts Gradliniges drin, also dass es genauso sein wird. Hier steht nicht, Goku ist ausgeschieden oder so, Goku ist KO oder so. Deswegen, das sollte man nicht vergessen und hier steht auch nicht drin, Freezer hat Jiren besiegt oder so. Das ist sehr, sehr wichtig bei dem Aspekt, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Also, wir wissen, wie Takahashi ist für diese Folge gebucht, deswegen wird das auch von der Animation her sehr, sehr geil, habe ich auf jeden Fall auch schon oft genug gesagt. Die Sache ist halt die, oder das Gespannte ist halt hier, wie wird das Ende von Dragon Ball sein? Weil, wenn man die Freezer-Route geht, könnte man den Satz mit Freezer beenden, also dass Freezer seinen Wunsch äußert, am Ende wird er sehr, sehr abgespaced und es ist sehr, sehr schwer, weil ich glaube, ein Timeskip ist jetzt komplett ausgeschlossen, weil das ist zu viel Stuff, den man in der Folge 131 bringen soll und ja, die Folge 131 vom Plot her, je nachdem wie es abläuft, klingt auch ein bisschen so, dass wir vielleicht doch nicht so lange darauf warten müssen, dass Dragon Ball zurückkehrt. Ich meine, ein paar Monate wird es auf jeden Fall dauern, das ist sehr, sehr sicher, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr oder sogar 2 Jahre, wie man das auch sehen möchte, aber wenn es Cliffhanger-mäßig endet, Respekt zu Animation, Respekt Akira Toriyama, dann wäre das mega geil, ein ganz frischer Wind für Dragon Ball und überlegt mal ein bisschen, wenn Dragon Ball Super die Serie jetzt einen unglaublichen Hype genießt, mit einem Cliffhanger endet, dann wäre es natürlich so, dass sehr, sehr viele Leute mit dieser Serie aufholen würden und dann hat man diese ganze Popularität um Dragon Ball und das ist ja auch das Ding. Man möchte Dragon Ball zu einer ganz, ganz großen Marke machen und eine Serie wie Dragon Ball, die so lange schon existiert und jetzt ein Cliffhanger-Ende machen würde, das wäre schon krass. Das wäre wirklich schon krass und in aller Munde, deswegen hätten wir es hier, dass alle Dragon Ball aufholen würden und dann nochmal eine ganz, ganz große Popularität dazukommen würde und das Krasse wäre auch, wir würden lange im Dunkeln tappen und dann kommt erst der Dragon Ball Film, der uns wahrscheinlich auch dann verwirren wird und dann kommen wir erst zu der Conclusion, was wirklich passiert ist. Ich bin mal wirklich, abgesehen von diesen ganzen Abgespaceden, was hier passiert, sehr, sehr gespannt darauf, wie es dazu kommt, dass Goku gegen Jiren verliert, denn wie gesagt, in der Animedia, eine andere Zeitung, wurde gesagt, dass Beerus selber gesagt hat, dass Goku wahrscheinlich ihn übertroffen hat und Jiren steht zwar über einen Gott der Zerstörung, nämlich Wermut, aber die Frage ist halt, wie das mit Beerus ist und deswegen bin ich mal gespannt, warum Goku verliert. Also, es sah wirklich so aus, als er die Oberhand hat und jetzt ist halt die Sache, wenn Jiren Erz macht, wie sieht es aus, wie scaled das gegeneinander, deswegen ist das auch nochmal hier sehr, sehr stark offen. Eventuell kommt es wirklich dazu, dass Goku diese ganze Energie erstmal verliert und dann den Kampf verliert. Ist ja auch die Frage, funktioniert das denn überhaupt, dass Dragon Ball Super endet mit einer Niederlage von Son Goku? Und ich weiß, klar ist, wenn viele wieder sagen, hey, Son Goku hat auch oft nicht richtig gewonnen, gegen Cell hat er nicht richtig gewonnen, bei der Buu-Saga hat er quasi nicht richtig gewonnen. Wir haben oft sowas bei Goku gehabt. Das stimmt auch, aber das tut der Kraft weit diese Grenze und man musste hier beweisen, dass er der Allerstärkste sein möchte, abgesehen jetzt von den Engeln und so. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich mit dem Punkt ansprechen möchte, deswegen haben wir das doch mal an der Stelle. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Seid mir nicht allzu böse, wenn das Video nicht so krass editiert ist, weil ich das versuchen möchte, so früh wie möglich rauszuholen, weil
das ist echt eine mega, mega krasse Nachricht. Wie gesagt, auch wenn ihr ein ruhiger Zuschauer seid, schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Community, wie sie dazu reagieren wird. Denkt daran, die Spoiler sind hier auf ganz, ganz starker Interpretationsbasis, weil hier steht nichts Geradliniges drin. Wir können nicht sagen, dass es genauso sein wird. Das bleibt halt ein bisschen offen an dieser Stelle. Aber lasst mir gerne eure Meinung da und einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr stark freuen und dann auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, weil Leute, alleine so eine News ist schon echt krass und das bekommt ihr dann auf jeden Fall sofort mit. Ich bin aber drauf. Das wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. あのカラフルおちびちゃんたち、声の可愛さとやってることのエグさのギャップが実に不愉快です。いつか必ずあなたたちの上に君臨して差し上げますよ。